Herzlich willkommen, liebe Damen, herzlich willkommen, liebe Herren, hier aus Frankfurt von unserem Trading Floor. Ja, zum Team Trade des Tages. Zu Beginn, es wird heute ein kleines Update geben. Da haben wir natürlich wie immer unseren Daily Business DAX im Gepäck, der hier von unseren Händlerinnen und Händlern hoch und runter getradet und analysiert wird. Des Weiteren, ja, auch ein Nasdaq 100 Trade von unserem Trade-Paten Samir. Des Weiteren die Micron Strategy von unserem Trade-Paten Andreas. Und ja, unseren heutigen Team-Trade des Tages, da haben wir heute die Hermes im Petto. Ja, die Märkte haben tatsächlich diese Woche dann eben sehr, sehr starke, robuste Zahlen aus den USA bekommen. Wir haben sehr starke Erzeugerpreise die Bank weg durchbekommen. Und das haben die Märkte dann spätestens gestern und auch heute zu spüren bekommen. Das heißt, wir gehen wieder Richtung seitwärts, abwärts, Seitwärtsmärkte, die wir momentan in den Märkten erleben. Genau, gehen wir doch am besten mal direkt in den Chart. Und dann haben wir gleich als erstes, ja, unser Daily Business DAX, der sich wacker schlägt und wacker hält. Also im Tief dann nach diesen Erzeugerpreisen ist er auf ca. Ja, 15.243 gefallen. Hat sich das aber nicht lange bieten lassen. Von da aus dann wieder der Weg nach oben, auch an dieses, ja, kann man sagen, Jahreshoch Richtung 15.656. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen runtergerauscht. Wir sind aber immer noch um die 15.400 Punkte. Also der DAX wirklich beständig und große Klasse an dieser Stelle. Doch auch hier, wie kann es weitergehen? Möglicher Long-Anstieg, vielleicht doch Allzeithoch, Jahres, also Allzeit 16.500, 16.700 oder vielleicht doch noch eine stärkere Korrektur unter die 15.000 Marke. Das werden wir natürlich nachher hier ausführlich um 14.15 Uhr live besprechen auf heavytraders.live mit unseren Händlern, die eben den DAX hoch und runter analysieren und traden. Kommen wir als nächstes, ja, zu einem Trade-Update. Und da haben wir, ja, die Nasdaq 100 von unserem Trade-Paten Samir. Und ja, hier kann man sagen, sah es zunächst gut aus. Der Trade sah gut aus. Wir waren schön im Plus. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Nur mal in diesen auch etwas turbulenteren Märkten in diesen Tagen. Und wir sind jetzt mit minus 450 Euro dabei. Doch auch hier ist noch nicht Schluss. Auch da wird unser Trade-Partner natürlich nachher ausführlich hier um 14.15 Uhr live dann erläutern, wie das Setup ist, wie die Idee ist und wie es hier weitergehen kann. Wir sind gerade in der Nasdaq bei ca. 12.335 und auch hier darf die Frage gestellt sein, möglicher Boden? Fragezeichen. Das besprechen wir natürlich hier ausführlich nachher. Dann kommen wir zu einem weiteren Trade-Update, ja, von unserem Trade-Paten Andreas, die Micron Strategy. Und natürlich auch hier, ja, es ist leider, der erste Versuch hat nicht geglückt. Wir haben einen engen Stop gesetzt gehabt. Warum? Weil natürlich in Verbindung mit den Nachrichten über das Bitcoins in den vergangenen Tagen es auch in der Aktie zu erhöhter Volatilität gekommen ist. Doch der Trade hat dann erstmal nicht funktioniert. Leider ausgestoppt worden mit minus 288 Euro. Ja, 20%. Doch auch hier, wer weiß, möglicherweise ist noch nicht Ende, sprich, dass unser Trade-Partner Andreas hier nochmal womöglich einen Neueinstieg plant. Doch auch das besprechen wir nachher hier ausführlich um 14.15 Uhr live, wie es nochmal gehen kann und was beim ersten Mal nicht geklappt hat, womöglich beim zweiten Mal klappt. Kommen wir dann einmal zu unserem, ja, Team-Trade des Tages. Und da haben wir heute, ja, Luxus wirklich à la Bonheur im Gepäck, nämlich die Hermes. Hermes, was gibt es zu sagen? Das Unternehmen, das weltweit operiert, Lederwaren, Schals, Krawatten, Damen- und Herrenbekleidungen verkauft in absolutem Luxussegment. Die Damen, die zugeschaltet sind, wahrscheinlich werden die Handtaschen kennen, unter anderem eine Hermes-Bag, die ja wirklich sagenhafte Preise hervorbringt. Und natürlich auch hat Hermes eben tolle Zahlen geliefert. Das vierte Quartal Umsatz organisch um 23% auf 2,99 Milliarden gesteigert. Analysten hatten nur mit 2,8 gerechnet. Der Umsatz im Gesamtjahr 11,6 Milliarden Euro. Operativer Gewinn stieg 2022 auf 4,7 Milliarden von 3,5 Milliarden. Gesamte operative Marge um 40,5% gesteigert. Rekordniveau. Der Nettogewinn von, ja, 2,45 Milliarden auf 3,37 Milliarden gesteigert. Und natürlich wohlhabende Kundschaft, selbst in jetzt schwierigen Zeiten, kein Problem, diese Preise zu bezahlen, auf den Tisch zu legen. Hinzu hat natürlich auch das China-Geschäft jetzt durch die
kann man sagen, wieder, ja, China-Restriktionen, die Covid-Restriktionen, die halt jetzt nach und nach verschwunden worden sind, haben natürlich auch da den Umsatz angekuppelt. Da natürlich auch dann die Kunden in China, die sich diese Preise leisten können, sagen, hey, ich will das, ich lege mir das zu. Genau, also auch hier die Frage, wie kann es weitergehen? Die Aktie ist ein bisschen runtergekommen auf 1717 Euro, ist hier womöglich ein Boden erreicht. Und ja, kann es nochmal neuere Hochs geben? Auch das besprechen wir nachher hier ausführlich um 14.15 Uhr live auf heavytraders.live. Das war es soweit aus charttechnischer Sicht. Das zu diesem Team Trade des Tages dazugehörige Zertifikat hat die WKN-Nummer MB1VNZ mit einer K.O.-Schwelle von 1.336,250 €, einem Hebel von 4,60 und einem Call von unserer Seite. Wann genau wir diesen Trade setzen, mit welcher Idee, mit welcher Umsetzung, welchem Setup, das besprechen wir nachher hier alles hier ausführlich um 14.15 Uhr live auf heavytraders.live. Und wenn ihr sagt, hey, das klingt für mich interessant, das will ich mir mal anschauen, dann geh jetzt auf heavytraders.live, registriert euch und seid dabei, kostenfrei. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.